Hallo und herzlich willkommen bei Eulsen. Mein Name ist Osen und heute beschäftigen wir uns mit einem fetten Pflanzenöl, eines der teuersten Speiseöle, aber auch in der Hautpflege eines der teuersten Pflanzenöle der Welt. Die Rede ist vom Argania spinosa, das Arganöl. Und der Arganbaum, ein Breiapfel oder auch Sapotengewächs genannt, ist beheimatet in Marokko, dort oft existenzielle Grundlage für die Bauern, die dort leben, indem sie die Beeren, die vom Baum herabfallen, in Handarbeit auflesen, die schon vorab sortieren und dann über Taschen oder Körbe in die nächste Gemeinde tragen, wo diese Beeren dann weiter sortiert und weiter verarbeitet werden. Unter anderem muss das Fruchtfleisch von diesen Beeren entfernt werden. Übrig bleibt ein ziemlich steinharter Kern und in diesem Kern, der dann eben auch noch aufgebrochen werden muss, befinden sich dann eben diese Argan-Samen, diese Samenblättchen, die früher traditionell zu einem Brei mit etwas Wasser verrührt wurden, wo man dann nach 2-3 Tagen intensivem Rühren das Arganöl gewinnen konnte. Mittlerweile kann man diese Samen aber auch unter anderem mit einer Kaltpressung bearbeiten und so das Arganöl gewinnen. Aber aus etwa 30 Kilo gesammelter Beeren kann man in etwa 1 Liter Arganöl gewinnen. Und damit kann man eigentlich jetzt auch schon so ein Stück weit sehen, warum dieses fette Pflanzenöl ziemlich teuer ist. Die UNESCO hat 1998 diese Arganbaumgebiete, diese traditionellen Anbaugebiete und auch Gewinnungsverfahren als Weltkulturerbe beziffert, um eben diese Tradition als Kultur erhalten bleiben zu lassen. Der Preis, ich habe es eben gesagt, das sollte dann eben auch schon so ein bisschen hellhörig werden lassen, wenn ihr vermeintliche Schnäppchen, vermeintliche Angebote seht, zum Beispiel im Einzelhandel. Es ist einfach alleine schon vom Gewinnungsverfahren, vom Aufwand her, ein fettes Pflanzenöl, das sehr viel Aufwand und dann eben auch zur Folge seinen Preis rechtfertigt. Von den Inhaltsstoffen her haben wir jetzt aber auch wieder ein fettes Pflanzenöl, das sehr, sehr interessant ist. Wir finden mit etwa 45-50% die Ölsäure, die wir sonst in einem hohen Anteil im Olivenöl wiederfinden würden, im Arganöl. Und mit etwa 30-40% wird die Ölsäure jetzt begleitet von der Linolsäure, also doch ein ziemlich hoher Anteil an Linolsäure, würden wir sonst eben hohen Anteil finden, zum Beispiel im Sonnenblumenöl. Und die Linolsäure kann jetzt von Natur aus eigentlich schon viel, viel schneller kippen als die Ölsäure. Aber das Arganöl enthält einige Fettbegleitstoffe, bis zu 1% Fettbegleitstoffe enthalten im Arganöl, die dieses fette Pflanzenöl auch nach dem Öffnen ziemlich stabil machen, relativ lange haltbar machen und geschlossen, kühl, dunkel, trocken gelagert, hält euch das Arganöl circa ein Jahr. Bei den Fettbegleitstoffen finden wir halt auch wieder einen relativ hohen Anteil an dem Vitamin E-Komplex. Dort allen voran das Alpha-Tocopherol, dadurch eben wirklich wieder sehr hohe Antioxidantien, freie Radikalfänger, die wir jetzt eben in den Fettbegleitstoffen finden und somit die Zellmembran, die Zellen schützen vor diesem Hautalterungsprozess, vor Schäden an den Zellmembranen, vor Schäden an den Zellen. Also wie gesagt, da jetzt schon eben sehr, sehr interessante Eigenschaften, vor allen Dingen auch in der Hautpflege. Wir finden aber auch Phytosterole, da jetzt zum Beispiel das Schottenol und das Spinasterol. Und diese beiden Stoffe sind jetzt wieder Suppressing und Blocking Agents, also Stoffe, die vor allen Dingen ein Stück weit antitumorale Eigenschaften mit sich bringen. Wer sich da ein bisschen näher für interessiert, schaut bitte einfach bei uns im Kanal nach dem Video Sekundäre Pflanzenstoffe, Fettbegleitstoffe, da erklären wir das noch ein bisschen detaillierter. Aber auch Triterpene, wie jetzt zum Beispiel das Squalen, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Dieser Stoff, der sich wirklich gut in die Haut einarbeiten lässt, gut einzieht, die Haut in ihrem ganzen Sein ein bisschen stärkt und schützt. Und jetzt aber natürlich auch zusammen mit dem Vitamin E-Komplex zum einen die Kollagensynthese etwas anregt, zum anderen den Kollagenabbau etwas hemmt. Die Folge ist, dass die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit in der Haut länger erhalten wird. Wiederum Folge, die Haut ist schön weich, geschmeidig, straff. Ich kann damit so ein bisschen Falten wegarbeiten und habe jetzt eigentlich dadurch ein fettes Pflanzenöl, was auch wirklich wieder gut feuchtigkeitsspendend durch diese Eigenschaften wirkt. Wir finden aber auch noch Phenole, Triterpen, Alkohole und Carotinoide, die uns dann hier eine schöne orange-gelbliche Farbe in dieses fette Pflanzenöl bringen. Wir haben also wieder ein fettes Pflanzenöl, das natürlich einen hohen Anteil jetzt an Fettbegleitstoffen mit sich bringt, die das Öl dann in Folge jetzt eben wirklich verhältnismäßig lange haltbar machen.
Wie gesagt, verschlossen, kühl, trocken, dunkel gelagert, hält euch dieses Pflanzenöl, sage ich mal, gut ein Jahr. Geöffnet ist es aber auch eben, wie gesagt, sehr, sehr stabil, unter anderem durch seine Fettbegleitstoffe. Dieses fette Pflanzenöl haben wir jetzt gestellt bekommen von der Firma Taoasis. Da an der Stelle auch nochmal vielen, vielen lieben Dank an Taoasis, insbesondere an die Anne-Marie Blöss und aber auch an die Susanna Färber, die unsere direkten Ansprechpartner sind und uns auch schon hier und da ein bisschen Informationen noch mit auf den Weg geben konnten, insbesondere auch die Susanna Färber, schon bei der Biochemie ätherischer Öle uns dort beratend begleiten, Details mit uns abklären, um euch diese Informationen hier dann in den Videos auch ein bisschen erklären zu können. Wie gesagt, das Arganöl hat eine gelblich bis orangene Färbung. Es gibt das Arganöl in der kaltgepressten Variante oder aber auch mit den Samen, die vorher geröstet werden, um diesen nussigen Geschmack, den es dann eben mitbringt, noch ein bisschen herauszuholen. Ansonsten ist es vom Geschmack her als eine leicht nussige Note auf der Haut aufgetragen. Innerlich als Speiseöl ist es für viele eine Delikatesse. Man findet es in verschiedenen Feinschmecker-Restaurants oder auch in Feinkostläden mittlerweile. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Da muss man wirklich ein Stück weit gucken, schmeckt mir das oder ist es nicht so meins. Wenn ich es in der Küche verwenden möchte, dann würde ich auch da wieder das Arganöl nicht erhitzen. Wir nehmen es zu kalten Speisen, zum Beispiel als Dip zu einem Salat oder aber als Topping, zum Beispiel über gegarten Gemüse. Ich kann es mir natürlich sonst auch an einen Fitnessdrink rantun, an einen Müsli oder aber einen Schuss zum Beispiel an ein Pesto, wenn ich mir da eins machen möchte. Und das Arganöl begleitend in meine Küche, in meinen Lebensmittelbereich mit hineinnehmen möchte. Und in der Hautpflege wird es vielseitig eingesetzt. Ich kann es eigentlich für alle Hauttypen benutzen, auch zum Beispiel, wenn jemand Probleme hat mit einer trockenen Haut oder aber mit einer fettender Haut, lässt sich das Arganöl wirklich begleitend gut einsetzen. Durch seinen feuchtigkeitsspendenden Charakter wird es natürlich gerade bei altersbedingter, oft irritierter, strapazierter, spröder, trockener Haut gerne eingesetzt in der Hautpflege, um das dann eben ein bisschen mit abzufedern. Das Arganöl hat aber durch blutungsfördernde Eigenschaften. Und da bin ich ja immer nicht so ein Freund von, wenn man ein fettes Pflanzenöl nimmt, das durch blutungsfördernde Eigenschaften hat, das jetzt in die Hautpflege zu nehmen bei einem Neurodermitiker. Es gibt aber zahlreiche Berichte, Erfahrungsberichte, keine wissenschaftlichen Studien, bei denen wirklich positiv bei einer Neurodermitis mit dem Arganöl in die Hautpflege gegangen wurde. Ich möchte es an der Stelle so erwähnen. Ich persönlich würde mich wahrscheinlich zu einem anderen fetten Pflanzenöl bei einer Begleitung von einer Neurodermitis entscheiden, eben aufgrund seiner durchblutungsfördernden Eigenschaften. Aber diese durchblutungsfördernden Eigenschaften machen es jetzt natürlich wieder ganz interessant, wenn ich es begleiten möchte, zum Beispiel bei einer Zellulite, aber auch zum Beispiel bei einer Narbenpflege, bei Schwangerschaftsstreifen, bei Dehnungsstreifen, um da jetzt begleitend mit dem Arganöl in die Hautpflege zu gehen. Aber zum Beispiel bei Akne und bei Pickel gibt es auch einige positive Erfahrungsberichte in der Begleitung mit dem Arganöl, genauso wie bei einer Schuppenflechte. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, einerseits durch die durchblutungsfördernden Eigenschaften, andererseits natürlich auch durch die Fettbegleitstoffe, jetzt auch die Suppressing Agents und die Carotinoide, die natürlich da jetzt auch interessante Eigenschaften mitbringen, ein Stück weit antibakteriell zu wirken. Dann der hohe Anteil an Linolsäure, die wir jetzt in diesem Arganöl finden. Linolsäure, diese entzündungshemmenden Eigenschaften, leicht schmerzstillenden Eigenschaften, die dann natürlich wirklich sehr interessant sind, dort in Hautpflege, auch in diesen Bereichen. Ja, und dieses weite Wirkspektrum, das jetzt mit diesem Arganöl abgefangen werden kann, macht es mittlerweile auch ganz interessant. In wirklich vielen Pflegeprodukten wird mittlerweile mit Arganöl gearbeitet. Dadurch rutscht es aber jetzt auch immer näher ins Visier von verschiedenen Forschern. Es gibt mittlerweile einige wissenschaftliche Studien, wo mit dem Arganöl festgestellt werden konnte, wissenschaftliche Studien, dass es cholesterinsenkende Eigenschaften hat und infolge natürlich diese cholesterinsenkenden Eigenschaften ist das jetzt natürlich auch wieder ein fettes Pflanzenöl, zum Beispiel im Gourmet-Bereich, im Lebensmittelbereich, um zum Beispiel eine Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankung zu hohen Blutfettwerten vorzubeugen, da zu arbeiten. Wirkt aber jetzt natürlich auch auf der Haut aufgetragen mit ähnlichen Eigenschaften und vor allen Dingen dieser hohe Anteil, wie gesagt, an den Fettbegleitstoffen, die ja dann eben auch
in Folge diese Suppressing und Blocking Agents mit sich bringen, also diese leicht antitumoralen Eigenschaften. Die sind jetzt derzeit näher in Untersuchung bei verschiedenen Forschern, weil man zurzeit eher danach schaut, inwieweit das Arganöl und seine Inhaltsstoffe zum Beispiel in der Krebstherapie eingesetzt werden können. Also wir sehen schon durch seine antioxidativen Eigenschaften ein sehr, sehr interessantes fettes Pflanzenöl. Durch seine Fettbegleitstoffe, seine seltenen Fettbegleitstoffe, vor allen Dingen eben auch stärkend fürs ganze Immunsystem. Unser wichtigstes, größtes Organ, das wir haben, ist nun mal die Haut. Und stärken wir das, stärken wir folglich natürlich auch unser gesamtes Immunsystem. Also wirklich ein fettes Pflanzenöl, das man sich wirklich mal anschauen sollte. Nur eben vor sich bei günstigen, vermeintlichen Discounter-Angeboten. Da es, wie ich es auch erklärt habe, seinen Preis schon gerechtfertigt hat und teilweise auf dem Markt gerne auch gepanscht wird oder beziehungsweise gestreckt wird, zum Beispiel mit einem Sonnenblumenkernöl und dann eben Arganöl mit rangegeben wird, um den Preis ein bisschen zu reduzieren. Also da wirklich ein bisschen Augen auf, schauen nach einer ordentlichen Zertifizierung, nach einem ordentlichen Hersteller, einem Bio-Siegel und eventuell dann vielleicht auch noch Fair Trade, um dann eben zu schauen, dass eben diese marokkanischen Bauern, die eben sich um das Arganöl kümmern und davon ja auch letzten Endes leben, auch ein Stück weit was davon haben. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt zum Thema Arganöl vielleicht ein bisschen was mit an die Hand, ein bisschen was mit auf den Weg geben, das ihr so vielleicht in der Form noch nicht gewusst habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like unter dem Video da, empfehlt uns gerne weiter, teilt gerne dieses Video. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin eine gute, duftende Zeit. Euer Usen von Heusen. Tschüss, macht's gut. Walk all day. He know he wasn't alone, and all should be that way. Every morning he gets up and goes to work again.